In Internetforen liest man immer wieder Diskussionen darüber, wie man LEDs ohne Transformator direkt an die Netzspannung anschließen kann. Ich zeige, wie das geht und was dabei zu beachten ist. Bei der Glühlampe war alles noch ganz einfach. Glühlampen lassen sich ohne Probleme für jede beliebige Spannung, für jede beliebige Leistung herstellen und der Grundaufbau ist immer der gleiche. Die LED hat zwei Probleme. Als erstes ist der Innenwiderstand so klein, dass sie ohne zusätzliche Beschaltung zur Strombegrenzung in Bruchteilen einer Sekunde in Rauch aufgehen würde. Und ich kann sie nur mit Gleichspannung betreiben, denn in Sperrrichtung verträgt sie nur Spannungen bis 5 Volt. Bei der Glühlampe brauche ich nur einen Wolframfaden, einen Glaskolben, eine Fassung. Und das war's. Mehr ist nicht nötig. So, das ist eine ganz normale LED-Beschaltung. Ich arbeite mit einer kleinen Gleichspannung von ungefähr 5 Volt. Wir haben die LED, den Vorwiderstand und der begrenzt den Strom jetzt auf rund 15 mA. Über der Diode liegt nur eine Spannung von ungefähr 1,6 Volt, die Flussspannung. Der Rest fällt über dem Vorwiderstand ab, also etwa 3,5 Volt. So, 3,5 Volt mal 15 mA, das sind also rund 52 Milliwatt, was an dem Widerstand in Wärme umgewandelt wird. Für alle die, die immer über die Glühlampe schimpfen, dass sie so viel Energie in Wärme umsetzt, auch bei der LED geht es nicht ohne. Wobei der größte Teil nicht über der LED, sondern über dem Vorwiderstand verbraten wird. Was machen wir aber jetzt, wenn wir nur Wechselspannung haben? Wir müssen irgendwie unsere Leuchtdiode vor zu hoher Sperrspannung schützen. Dazu habe ich einfach eine Siliziumdiode antiparallel zur Leuchtdiode geschaltet. Das heißt, wenn die LED in Sperrrichtung geschaltet ist, hat die Siliziumdiode Durchgang und es liegt nur die Flussspannung der Siliziumdiode von ungefähr 0,7 Volt über der LED. So, obwohl der Strom jetzt etwas größer ist als beim ersten Versuch, leuchtet die Diode doch wesentlich schwächer. Es ist ja auch kein Wunder, weil wir die Hälfte der Energie, nämlich jede zweite Halbwelle der Wechselspannung, einfach durch die Siliziumdiode tot machen, wenn man so will. Und wir haben immer nur eine Halbwelle für die Lichtausbeute zur Verfügung. Anstelle der Siliziumdiode kann man natürlich auch eine zweite Leuchtdiode nehmen. Jetzt übernimmt jede Leuchtdiode eine Halbwelle. Und die beiden Dioden schützen sich gegenseitig, denn es wird ja nie die Flussspannung von 1,6 Volt überschritten. Bevor wir zu höheren Spannungen greifen, hier nochmal die Warnung. Blutige Anfänger und Laien sollten hiervon die Finger lassen. Selbst ich werde für meine Experimente über einen Trenntransformator arbeiten und nicht direkt ans Netz gehen. Aber egal ob mit oder ohne Transformator, Spannungen über 200 Volt sind lebensgefährlich. Was spricht eigentlich dagegen, die Schaltung auf höhere Spannung zu übertragen? Nun zunächst mal eine ganz einfache Rechnung. Die Flussspannung über unserer Leuchtdiode bleibt bei 1,6 Volt. Es müssen also fast die gesamten 230 Volt über dem Vorwiderstand abfallen. Gehen wir wieder von einem Strom von 15 mA aus. Mal 230 Volt sind das ungefähr 3,5 Watt, die wir über dem Vorwiderstand verheizen müssen. Eine kleine Signalglühlampe für 230 Volt verbraucht auch gerade mal 3 Watt. In dem Fall ist die Glühlampe sogar noch sparsamer als unsere Schaltung mit der Leuchtdiode. Ich habe das Ganze trotzdem mal aufgebaut. Wie man sieht, das funktioniert natürlich. Aber nur weil was funktioniert, heißt es ja noch lange nicht, dass es schön ist. Auf jeden Fall ist es nicht wirtschaftlich. Ich habe 3 Widerstände parallel geschaltet, um die Wärme ein bisschen zu verteilen, damit mir die Widerstände nicht abrauchen. Wenn man hier das Ganze eine Weile laufen lässt, spürt man dann auch, wie die Wärme aufsteigt. Ja, bleibt die Frage, geht das nicht auch irgendwie ein bisschen besser und eleganter? Die Lösung des Problems heißt Kondensator. Weil wir es ja hier mit Wechselspannung zu tun haben, können wir unseren ohmschen Widerstand auch durch einen kapazitiven Blindwiderstand ersetzen. Der Vorteil ist, dass an dem Blindwiderstand so gut wie keine Leistung in Wärme umgesetzt wird. Wir müssen also unseren 15 Kilo-Ohm Widerstand jetzt durch einen Kondensator ersetzen, der das Gleiche bewirkt. Und wenn wir mal nachrechnen, dann kommen wir auf eine Kapazität von ungefähr 220 Nanofarad. So sieht die fertige Schaltung aus.
Ich musste zwei Kondensatoren parallel schalten, weil ich gerade keinen passenden Wert zur Hand hatte. Man sollte nur hochwertige Folienkondensatoren benutzen mit ausreichender Spannungsfestigkeit. Ich habe mich für 630 Volt entschieden. Elektrolytkondensatoren gehen natürlich überhaupt nicht bei Wechselspannung, die würden mir gleich um die Ohren fliegen. Der Vorwiderstand von 2,2 Kiloohm ist nur dazu da, am Anfang den Einschaltstromstoß zu begrenzen, wenn der Kondensator noch leer ist. Ich denke, das ist jetzt schon eine recht brauchbare Schaltung. Worüber wir noch nicht nachgedacht haben, wenn mein Messgerät hier 15 mA anzeigt, dann ist das ja bei Wechselspannung nur der Effektivwert. Das heißt, in der Spitze fließen durch die Diode 21 mA. Das ist kein Problem, denn meine Diode verträgt hier maximal 30 mA. Wenn ich den Grenzwert nicht überschreiten will, darf mein Messgerät aber nie mehr als 21 mA anzeigen. Zwei kleine Makel gibt es bei der Schaltung. Wir hatten ja gesagt, wir nutzen immer nur eine Halbwelle aus. Das ist natürlich energietechnisch und von der Lichtausbeute her nicht optimal. Außerdem, auch wenn man es nicht sieht, führt das dazu, dass die LED immer etwas flimmert. Um das zu vermeiden, müssen wir unsere Schaltung ein bisschen weiter ausbauen zu einem kleinen Kondensatornetzteil. Was hat sich in der Schaltung verändert? Vier Dioden in Gerätschaltung übernehmen jetzt die Gleichrichtung. Dadurch bekommen wir eine Zweiweggleichrichtung und nutzen beide Halbwellen der Wechselspannung aus. Anschließend wird die Spannung über einen Kondensator geglättet. Die Größe des Kondensators ist jetzt nicht ganz so relevant. Wir wollen ja keine absolut perfekte bromfreie Spannung für irgendein HiFi-Gerät erzeugen, sondern nur eine einigermaßen vernünftige Spannung für unsere Leuchtdiode. Am Oszilloskop sieht man, dass da noch ein kleiner Brummanteil dabei ist. Ich denke aber, das ist nicht weiter tragisch. Ich musste auch schon die Verstärkung am Oszilloskop ziemlich weit aufdrehen, um das zu sehen. Obwohl der gleiche Strom fließt wie vorher, leuchtet die Diode jetzt wesentlich heller und flimmert nicht mehr. In dem Video ging es jetzt nicht darum, LEDs zu Beleuchtungszwecken an 230 Volt zu betreiben. Das ist wesentlich einfacher, denn dabei werden viele LEDs in Reihe geschaltet und es muss nicht mehr so viel Spannung über Vorwiderstände vernichtet werden. Es ging eher darum, einzelne Leuchtdioden zu Signalzwecken als Nachtlicht oder ähnliches am Netz anzuschließen. Dafür brauchen wir nicht unbedingt die Luxusschaltung von eben, die einfache Kondensatorschaltung reicht meistens aus. Zum Schluss noch zwei wichtige Sicherheitshinweise. Wenn die Schaltung nicht fest eingebaut wird, sondern in einer Art Steckernetzteil, dann sollte man parallel zum Eingangskondensator einen hochohmigen Widerstand legen, der in kurzer Zeit den Kondensator entlädt, bevor man es durch Berühren der Steckkontakte über den eigenen Körper macht. Und natürlich muss die Schaltung absolut berührungssicher eingebaut werden, sodass keine Teile erreichbar sind. Das war der heutige kleine Ausflug in die Elektronik. Wenn ihr Fragen, Hinweise oder Ideen für neue Experimente habt, dann hinterlasst das bitte in den Kommentaren. Bis zum nächsten Mal.